ist ein Plan wegen des Laptops. Solange er nicht entsperrt ist, kommen wir nicht weiter. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Wir machen heute weiter. Es ist ja Samstag, ihr habt richtig geguckt. Es geht heute weiter also mit Need for Speed, weil halt die Formel 1 dieses Wochenende ausfällt. Da ich ja den Breaking Point, die Story Mode durch habe, geht es jetzt nur darum, ein bisschen in das, dass wir unsere Zweispielerkarriere machen. Sollte also einer kommen und uns keine Zeit haben, kommt auf jeden Fall von meiner Seite aus Need for Speed, weil wir machen das nur zusammen. Und genau dieses Wochenende ist der Fall. Der Markus hat keine Zeit, aus privaten Gründen. Deswegen werden wir heute mit Need for Speed weitermachen. So, gucken wir mal, was wir so auf der Karte haben. Vor allen Dingen in der Nacht. Weil es ja ein paar Nachtrennen zu fahren. Weil wir wollen ja damit weitermachen. Weil wir brauchen Reputationspunkte. Steckt in Schwierigkeiten? Dex, danke, dass du den Wagen geholt hast. Das ging echt schnell. Ist es was Ernstes? Hör zu, ich hol mir gerade Hilfe wegen eines Laptops. Wenn mein Kontakt so gut ist, wie sie behauptet, wirst du bald alles erfahren. So, also, wie gesagt, wir werden heute ein bisschen nach wieder nach drin fahren, das ist ganz klar. Langsam gefahren. So, wir haben ein kleines Sprintrennen vor uns. Carsten Extreme. Na dann, let's go. Wir sollen erster werden auf alle Fälle, das ist das Ziel. Let's go. Ich glaube, so lange ist das Ganze drin. Der will jetzt gerade ein bisschen mit uns spielen hier, der vorne. Lange genug vorne gelegen, jetzt ist er wach. Jetzt ist er mal gut. So, jetzt führen wir mal wieder einen Rennen an. Haben wir auch gute 30%. Das habe ich nicht gesehen.
Wir haben jetzt noch ein bisschen Abstand, Gott sei Dank, mal gewonnen. Fahr mal das direkt das nächste Rennen, was hier hinter ist, direkt mit. Das heißt Rage. Ich bin schon mal mit Frank schon mal gefahren, aber ich nehme einfach mit. Weil der ja halt sein auf alle Fälle. Also ich kenne es irgendwo noch her. Ja. Ich glaube, wir haben es dran. Ja, das ist wirklich mal kurz. Ich scheine es momentan noch nicht zu interessieren, dass wir hier auch dass wir hier Rennen fahren. Ohne 2 von 3, aber wir werden nochmal mit dem Kopf zu tun haben, weil da vorne ist es ja. Weil der gerade auch abgehauen ist. Und ich weiß, wie gut auch wie wir noch eine ganze Weile gehen. Ich würde schön meine Karre rein direkt weg. So, letzte Runde. So, geschafft. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir nur irgendwie versuchen, halbwegs rauszukommen. Ich guck gerade. Aber wir sind gerade mit dem Heat-Modus, ne?
So, gerade gucken, wo war hier, weil hier jetzt wäre was. Ich habe keine Tankstelle da näher, ne? Mein Wagen ist schwer beschädigt. Ich muss die Verfolgung aufgeben. Jetzt? Scheiße. Die nächste Tankstelle wäre da oben, da muss ich jetzt mal hinkommen. Diese Straßen eignen sich perfekt für Nadelbänder. Deshalb legen wir jetzt doch welche aus. Alles klar, verstanden. Das ist natürlich super! Dass ich da. Halte den Wagen unter Kontrolle! Boah, gib mir die da oben, sag. Ich muss jetzt gerade gucken, wo habe ich hier eine Sprung. Also hier unten wäre eine Sprungschanze, klar. Ich kann gucken, dass ich mir irgendwie halbwegs wegkomme.
Scheiße. Geschafft. Oh, Gott sei Dank. Warum werden wir mit immer ein bisschen gekommen? Nie. Du machst das gut. Nehmen wir 50.000 Reputationspunkte mit. Das ist doch super. Wir sind jetzt schon Level 25 mittlerweile. Sehr geil. Du hast grünes Licht für neue Teile. Nur weil wir uns hier oben verstecken, sind wir noch lange nicht aus dem Geschäft. So, einige Fahrzeuge haben wir jetzt freigeschaltet, insgesamt 10 Stück. So. Jo, passt. So, gucken wir mal, ob wir Wagen tauschen können. So. Achso, das ist das Wagen ansehen, okay. Gut, damit sagen wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Let's Play Need for Speed Heat.